Hallo, liebe Angelfreunde, der Ewald hinter der Kamera. Hallöchen. Und ich, wir begrüßen euch zu einem neuen Angelvideo auf Big Fish Media. Wir sind heute in der Angelanlage Millerscheid, das heißt Forellenangeln steht auf dem Programm. Ewald ist heute im Memmenmodus. Ja. Warum? Das erzählt er euch jetzt mal. Da habe ich kein Problem mit, weil es heute so ein Sauwetter ist. Es regnet. Ich stehe heute lieber unter der Bude. Unter der Bude hier. Aber das wird nicht klappen, denn wir wollen heute auch ein bisschen angeln. Und der Anlass eigentlich ist nicht der Memmenmodus vom Ewald, sondern ein ganz freudiger. Denn wir haben, die Saison ist ja noch jung, die Forellensaison. Wir haben einen richtig geilen neuen Köder für euch am Start. Den habe ich hier schon eingehängt. Ewald hat ihn auch gerade eben schon mal durchs Wasser gezogen. Und sag mal dein erster Eindruck. Also ich muss sagen, wirklich Porno. Läuft Porno. Da könnt ihr euch auf etwas freuen. Wir werden ihn heute im Film fischen und hoffentlich auch was damit fangen. Und ich würde sagen, jetzt machen wir erst hier unseren Kram parat soweit. Hoffen, dass wir die regenfreie Zeit ein bisschen gut nutzen können. Vielleicht was fangen. Wir werden es sehen und wünschen euch viel Spaß beim Video. Jetzt geht's los. Leute, ihr seht es, die Ruten haben wir schon montiert, weil wir richtig angelgeil sind. Und jetzt, bevor es losgeht, muss ich natürlich noch was zu unseren neuen Ködern sagen, die wir bei uns im Shop von Absolut Angeln haben. Für alle unsere treuen Zuschauer und Kunden, Link in der Videobeschreibung hier. Das ist unsere neue Köderbox, die Twisty Trouts. Was ganz Neues bei uns im Shop, ihr werdet es sehen. Ich werde jetzt im nächsten Schritt mal die Box öffnen. Dann zeige ich euch die Köder und dann erkläre ich euch auch, was Besonderes ist hier an den Twisty Trouts. Ihr seht es, hier 5 von unseren Twisty Trouts, jetzt in der praktischen Transportbox mit Schaumstoffeinlage hier. Ihr seht es, das könnte man vielleicht denken, das ist ein normaler Spoon, aber weit gefehlt, unsere Twisty Trouts ist eine Alternative oder eine, wie soll ich sagen, eine Symbiose aus Inline-Blinker und Spoon. Ihr wisst es vielleicht, Inline-Blinker, die sind auch meistens so ein bisschen gekrümmt, dass sie im Wasser gut laufen. Ihr müsst sie aber auf die Schnur auffädeln, dann eine Perle, dann einen Haken anknoten. Das müsst ihr bei unseren Twisty Trouts nicht, denn die laufen praktisch oder lassen sich so führen wie ein Inline-Blinker, sind aber äußerst praktisch, dass ihr da nichts knoten müsst oder sowas oder nichts montieren müsst, sondern einfach nur in den Snap einhängen. Denn alle Köder hier sind mit einem Dreifachwirbel ausgestattet. Da könnt ihr einfach den Snap hier einhängen. Und dann schon loslegen mit Angeln. Also ihr habt ein aktives Laufverhalten, aber es ist wirklich äußerst praktisch. Nichts fummeln und dann praktisch angeln und führen wie ein Spoon. Also wirklich die perfekte Symbiose aus Inline-Blinker und Spoon. Ewald nötigt mich heute hier immer schnell, schnell zu machen. Na klar, los. So, okay, also ich habe hier, ihr habt es gesehen, schon einen montiert. Ganz einfach, der Twisty Trout wird einfach in den Snap hier eingehängt. Und ihr seht es, jetzt kann ich es auch mal zeigen, wenn ich die außerhalb der Box habe, die Form. Also gedreht wie so ein Inline-Blinker und läuft deshalb auch aktiv im Wasser, aber kein Aufziehen, ich habe es schon gesagt, einfach einhängen und dann kann es schon losgehen. Ich mache jetzt schon mal den ersten Wurf, weil Ewald ja so ungeduldig ist, der will nämlich nur selber angeln, ich weiß das doch. Ja, na klar, ich will eigentlich nur trocken bleiben, Junge. So, und dann einfach einholen und der Twisty Trout, der macht eigentlich alles von selbst. Wenn er jetzt gleich im Uferwasser ist hier, dann werden wir den auch mal filmen, dass ihr mal das sehen könnt, jetzt hier schon mal von der Außenperspektive sozusagen, wie der läuft. Und ich kann euch versprechen, der läuft richtig gut. Ewald, komm mal mit der Kamera bitte her. Ich bin schon auf einen halben Weg. Es regnet auch nicht. Ich packe den jetzt mal hier vorne rein. Mach dann führe ich den mal. So, ich muss ihn erstmal suchen, Jung. Ich denke, das kann man sehen. Ja, warte. So, Polfilter habe ich drauf gemacht, dann Abfahrt. Abfahrt. Also, da läuft der Köder. Und ich ziehe jetzt gar nicht schnell. Und man kann sehen, wie der richtig gut rotiert. Richtig schön. Nochmal eine Probe, damit du es sehen kannst hier. Führe ich mal ein bisschen flacher. Der geht richtig und die Farbkontraste richtig schön von dem Köder. Da haben wir echt was Geiles. So, jetzt muss es reichen, Ewald, denn ich will weiter angeln. Und ihr habt es gesehen, einfach nur einhängen. Einfacher geht es nicht. So, liebe Leute, Ewald hat sich doch tatsächlich aus der Bude hervorgewagt. Ja, aber nur 2 Meter. Also der Held vom Erdbeerfeld muss ja auch mal vor die Kamera. Ich habe hier ja den bunten Kandidaten hier mir rausgesucht. Richtig schön bunt. Ich denke, das passt jetzt zu diesem trüben Wasser und zu diesem dunklen Wetter ganz gut, wenn ich den noch mal durch Grundnähe ziehen sollte. Gregor, das Wasser ist echt trübe. Also da sind so eine bunten Farben jetzt gar nicht schlecht. Deswegen, das war jetzt mal. Weil das natürlich jetzt in dem trüben Wasser so richtig schockig Farben ist und das, so richtige Reflexe erzeugt. Das war jetzt auch mein Gedanke. Darum probiere ich das jetzt erstmal hier so eine Zeit lang aus. Wichtig natürlich nicht anschlagen. Das ist so. Das ist wie beim normalen Spoonangeln. Wenn ein Biss kommt, nicht anschlagen. Nur reinlaufen lassen. Gregor,
Ewald. Ich traue mich immer mehr aus dem Haus. Weil es aus deinem Schneckenhaus. Ja. Weil es aus dem Schneckenhaus, trocken ist. Aus dem Schneckenhaus aus Millerscheid. Genau. Und ich habe mir was einfallen lassen. Aha, kann nur Mist sein. Ja, wenn du das... Da sehe ich mal, was du wirklich von mir denkst. Ja, komm. Denn, es ist aber vernünftig, es ist sehr vernünftig, denn in Millerscheid und in vielen anderen Forellenanlagen ist es ja so, man darf mit zwei Ruten angeln. Und wir fischen jetzt hier UL mit den Twisty Trouts. Das heißt, wir würden eigentlich jeder nur mit einer Rute angeln. Das ist ja ein bisschen verschenkt, weil wir ja mit zwei Ruten pro Person eigentlich angeln dürfen. Und deshalb legen wir jetzt heute noch eine tote Rute raus hier, die wir dann einfach durchs Gewässer treiben lassen und dann vielleicht noch den ein oder anderen Fisch damit einfangen können, ohne dass wir was tun müssen. Dafür habe ich hier eine Pilotposenmontage fertig gemacht mit so einer Rassel. Ich hoffe, man sieht das hier. Moment, halt still, jetzt ist es scharf. Ja. Jetzt kannst du weiterreden. Genau, also eine Pilotposenmontage mit Rassel, zwei Bienenmaden. Und natürlich muss auf die Bienenmaden jetzt hier Christians Trout Turbo, unser neues Superforellenaroma, drauf. Das Zwei-Phasen-Aroma, was Christian entwickelt hat mit Glitter, das ist eingeschlagen bei uns und am Forellensee wie eine Bombe. Deshalb Ding hier aufmachen. Also und dann kommt mit Kindersicherung. Mit Kindersicherung, deshalb muss ich ein bisschen wummeln. Ja. Und dann kommt das da drauf. Wir haben es jetzt wieder, Rassel-Set mit dem ganzen Zubehör und Trout Turbo. Dann legen wir es raus und dann können wir UL-Angeln machen. Dann machen wir jetzt einfach hier, drückt ihr drauf und dann kommt das dann da drauf. Schön auf die Finger, die Soße. Nee, auf die Bienenmade, das ist wichtig. Oh. Und hier noch ein bisschen, kann man mit dem Spender so richtig schön verteilen hier auf dem Köder. Hm. Die lege ich jetzt mal so ein bisschen abseits hier, damit wir hier auch Platz haben zum Angeln. So, das Schöne ist mit dem Piloten, also wenn wir jetzt zwischendurch, müssen wir mal immer mal auf den Piloten gucken da hinten, den kleinen gelben. Und wenn der sich dann in Bewegung setzt, dann haben wir einen Biss, dann können wir hier nebenbei noch mal schnell eine abstauben. Deshalb die tote Rute. Mit der Rassel-Pilotmontage ist immer ein Versuch wert. Bisschen spannen, die lege ich jetzt hier hin. Wir haben den Piloten im Blick und dann können wir UL angeln und haben dann auch die Chance auf den Fisch. Bei der ganzen Geschichte machst du hier nicht die Hände dreckig. Du musst nicht, dann Kunstköder. Du musst keinen Köder erneuern oder so. Also sofern du dir nicht abreißt irgendwie aus irgendwelchen Gründen. Eigentlich ist das besser als ein Teigdreher. Ja, kann man so sehen. Ne? Du hast die super Aktion wie so ein Teigdreher. Ja, also der Drall hat wie ein Teigdreher. Der Drall hat wie ein Teigdreher, sogar besser. Sogar besser, ja. Du musst nichts formen. Nichts also formen. Musst ja auch jetzt keine Skills haben, um diesen Köder so in Form zu bringen, dass er wirklich läuft. Ne? Nee. Also ja, kann man so sehen. Natürlich hat der Teigdreher auch seine Daseinsberechtigung, ist halt ein etwas anderer Köder. Aber einfacher ist der hier auf jeden Fall. Definitiv. Also den fische ich dann lieber als einen Teigdreher. Und schon am Drillen. Ist auf jeden Fall keine Portionsforelle. Da ist viel zu viel Gewicht für eine Portionsforelle. Und es regnet gerade auch nicht. Ja, das ist schön. Hoffentlich bleibt das jetzt auch so. Ui. Ja, wie gesagt, keine Portions-, also eine etwas üppige Portionsforelle, sagen wir es mal so. Ist auch hinten, ja, ich sehe sie. Ist auch hinten gerade schön gesprungen eben gerade, als die Kamera aus war. Die hast du ganz weit hinten an dem Rohr, ne? Ja. Kurz davor. So, ui, ganz weit vorne. Ja! Gregor, 1-0. Auf Twisty. Ja, und was sagst du? Das ist keine Portionsforelle mehr. Der hing knapp, aber hat noch gegriffen. Hat sie auch schon selber ausgehakt beim Abschütteln. Ja. Schön. Schöne Forelle. Wirklich schön. Meine Theorie war richtig. Goldrichtig. Goldrichtig. Ja, durchs Mittelwasser gezogen. Die ist dann einmal, als die Kamera aus war, richtig schön wie so ein Delfin hochgesprungen. Gregor hat das noch gesehen. Ihr habt es leider nicht gesehen. Aber dafür halt dann die Endphase vom Drill. Wie gesagt, ein bisschen üppigere Portionsforelle. Davon wird man auf jeden Fall satt. Also ich werde auf jeden Fall davon satt. Hier auf dem bunten Twisty. Und dann, ja, weiter geht's. Jetzt musst du jetzt aber eine fangen, lieber. Ah, guck mal, eine Goldforelle. Tote Rute hat's gebracht. Noch kein Biss bei mir auf den Twisty Trout. Aber tote Rute hat's schon gebracht und dafür ist sie ja auch da. Gregor, du bist ein Held. Nicht ich, sondern die tote Rute ist der Held. Also ohne tote Rute hier
mit der treibenden Bienenmade hätten wir diese schöne goldene nicht gefangen hier. Also Leute, tote Rute immer rauslegen, wenn ihr mit zwei Ruten angeln dürft. Immer, nein, immer, aber fast immer den ein oder anderen guten Fisch, so auch hier. So Leute, bevor weiter getwistet wird mit den Twisty Trouts, mache ich natürlich die tote Rute wieder einsatzbereit hier. Zwei Bienenmaden einfach durch den Kopf gestochen. Du bist aber brutal. Ganz einfache Anköderungsmethode, kein Bienenmaden-L, gar nichts großartig formen, einfach aufstechen und jetzt natürlich noch Traut Turbomus drauf. Guck mal, Ewald, wie gut ich es aufgekriegt habe diesmal. Da gibt es nichts mehr zu lästern von wegen Kindersicherer. Gregor zu doof, die Kindersicherung aufzumachen. Ich habe nur gesagt, daran merkt man, dass du keine Kinder hast. Ja, so. So, Aroma dann, muss drauf. Dann soß mal drauf, die Soße. Jawohl, Christian wäre stolz auf mich. Dann muss ich schon wieder einen ausgeben, dass ich auf sein Aroma hier fangen durfte. Gut. Dann raus damit. Das habe ich hier oben erst noch drum verheddert. Das ist typisch. Unprofessionell ist das. Das machen nur die Stümper. Ja. Sag es doch nicht so laut. Zack, leicht abstoppen, damit sich das Vorfach strecken kann. Und jetzt kann das Ganze wieder treiben und noch den ein oder anderen Fisch einfangen. Nö, warum? Das Weil, ist doch gut hier. Nee, du hast ja bisher nichts zu fangen. Gut, ich habe ja auch muss ein paar Würfel gemacht. Die Farbe machen. Komm. Ich habe doch gefangen, aber auf tote Rute. Ne? Das tote wollen wir ja Rute. Nicht vergessen. Die war danach sehr lebendig. Aber ich lasse den Köder erstmal drauf. Dieses rosa-weiße, das sollte bei der Wassertrübung hier auch gut sein. Also da gebe ich noch nicht auf. Es ist ja jetzt nicht so, dass man bei jedem Fisch, bei jedem Wurf einen Fisch fängt. Das wäre natürlich schön, aber ich glaube, das kann euch kein Köder der Welt garantieren, dass ihr bei jedem Wurf einen Fisch fangt. Also den Köder hätte ich gerne. Ja, ich auch. Den haben wir nicht, leider. Sonst würden wir ihn euch geben, aber haben wir leider nicht. Auf den rosa Twisty Trout. Da ist er schon. Guck mal, Portionsforelle. Ist schon wieder abgetaucht, ja. Da. Na, die kriegst du ja ganz schnell eingesackt. Das denke ich. Ich habe die Bremse noch ein bisschen auf, aber besser zu weit auf, als dann nicht kriegen. Da ist als sie. Zu weit locker. Ja, spritzig. Ist in den Kescher reingesprungen. Na. Rosa Twisty Trout und Portionsforelle. Das passt schon mal. Gregor? Portionsforelle. Aber wirklich? Ja, die hinten auf dem Stand war größer, aber aktiv hier. Und ihr seht das, der Twist ist jetzt ein bisschen größer, ist kein kleiner Spoon, aber das hält auch die Portionsforellen nicht ab. Und die größeren Forellen ganz sicher auch nicht. Ewald hat eine. Ja. Glaub nicht so eine ganz kleine. Steht da jetzt? Ich glaube. Könnte eine gute sein. Könnte eine gute sein. Bisschen aufgeregt bin ich. Du sagst gar nichts, nee, mein Lieber. Bist du sprachlos? Ich sehe die krumme Rute. Normalerweise bist du ja immer. Ich sehe noch keinen Fisch. Ich sehe die krumme Rute. Normalerweise. Und hab ein bisschen Sorge. Normalerweise bist du ja immer der, der hier kommentiert und irgendwelche Sprüche nee, erzählt. Nee, bei so einer krummen Route nicht so. Nee. Boah, ist eine Bugwelle, Alter. Digga. Eieiei. Eieiei. Boah, die Bugwelle, die ist ordentlich. Habe ich jetzt ganz kurz eingefangen. Muss mal nach vorne, vor diesem Krautbüschel letztens irgendwie. So. So, jetzt kriegst du ein bisschen ran. Brauch gleich den Kescher, aber ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Alter, du musst dich sputen, dein Akku blinkt schon rot. Ja. Alter Falter, ist das Kescher zu klein. Ey, was soll ich sagen? Wenn ihr dicke Goldforellen fangen wollt, dann fahrt nach Millerscheid. Und hängt den Twisty dran. Hängt den Twisty dran. Die Kamera macht dunkel, weil der Fisch so herrlich golden ist. Ja, ich werde wahrscheinlich ein bisschen unterbelichtet sein. Du, natürlich, ne? Aber ja, guckt euch das boah, an. Guckt euch das mal an, ne? Auch so ein Laichhaken, guck mal. Geiler Fisch. Wahnsinn, mega. Wahnsinn. Ja, Leute, tut mir leid, dass der Akku dann auf einmal Fritte gegangen ist. Wir haben jetzt eine ganze Akkuladung bis zu dem Zeitpunkt verbraucht. Ja, aber ich wollte nichts riskieren, jetzt hier warten und sowas. Ist auch für den Fisch doof oder sowas. Und darum direkt gekeschert. Ja. Und dann ja, den Rest dann halt versorgt und man kennt es halt. Nach diesem Ausnahmefisch, also so eine Goldforelle, habe ich selten gesehen. Bestraft uns der Wettergott hier leider ein bisschen. Ihr seht es, es ist total am Schiffen. Es wird auch von oben nass. Ja, deshalb haben wir uns jetzt hier erstmal untergestellt. Also mit UL und Twisty Trout ist im Moment nichts. Aber die tote Rute kann ich da hinten immerhin noch sehen, den Piloten. Und wenn sich jetzt da was tun sollte, dann kann ich hier
aus der Bude laufen und da hinten noch drillen. Aber jetzt warten wir erstmal ab, hoffen, dass der Schauer dann gleich vorbei ist und dass wir dann weiter angeln können. Ich meine, Ewald, für dich kannst du eigentlich nicht mehr besser werden. Nö, ich kann eigentlich einpacken, nach Hause fahren. Du kannst und eigentlich einpacken, aber warst du heute schon so unwillig wegen des Wetters. Ja, hoffen wir mal, dass das hier nur wirklich nur ein heftiger Schauer ist und dass wir gleich noch ein bisschen weitermachen können. Es hat aufgehört wieder zu regnen und ich kann jetzt noch ein bisschen weiter fischen. Fürs Angeln hier mit den Twisty Trouts könnt ihr eine ganz normale UL-Route nehmen, die ihr auch zum Angeln mit Spoons verwendet. Da könnt ihr auf eine UL-Route zurückgreifen, ist gar kein Problem, könnt ihr gut führen. Wir haben natürlich zur Hochsaison jetzt zum Forellenangeln, haben wir auch wieder unsere Strike X Ultralight Combo im Programm hier bei uns im Shop. Route 1,98 Meter, 0,5 bis 5 Gramm Wurfgewicht, zusammen mit einer 1000er Rolle hier mit der Catcher X, hat sich super bewährt, schon auch in der Forellensaison, in der letzten Forellensaison. Die haben wir wieder bei uns im Shop und dafür gibt es natürlich bei der Combo auch noch ein Paket Spoons dabei. Schaut mal rein, wenn ihr Interesse habt. Link natürlich in der Videobeschreibung. Ja, also mit der Combo macht ihr auf keinen Fall was falsch. Sieht alles edel aus und wirklich zu einem guten, sehr guten Kurs, wie ich finde. Das könnt ihr für alles einsetzen. Gregor. Oh, weiß es nicht. Ich hab Angst hier heute. Dreh dich mal mit deiner Schokoseite zu uns. Ja. Natürlich. So gefällt es dir? Genau, so gefällt es mir. Jawohl. Ja. Auch jetzt an dem Auslauf gebissen. Auch tief geführt? Oder ja, Mittelwasser? Ja, Mittelwasser, so wie du auch deine gefangen hast. Also auf Sicht habe ich hier heute keine Forelle gefangen. Weil du siehst ja auch gar nicht, das Wasser ist so trübe. So, jetzt habe ich sie hier vorne. Jetzt habe ich Angst, dass sie noch mal bockt. Weil das passiert häufig. Ich gebe dir den Kescher, muss ein bisschen Danke. Krumm. Oh ja, 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 ja. Oh, 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 oh. Alter. Ja. Guck das, guck das. Also, Gregor, mal zur Beruhigung, ich habe einen vollen Akku. Also, weiß ich, 75%. Gott sei Dank. Also, wir können 3 Stunden filmen. Die hat doch mal eine Flucht hingelegt, wa? Einen richtigen Sprint hier. Mann. Guck mal. Hervorragend. So, jetzt habe ich sie hier vorne. Ihr seht es. Da ist sie. Na, ich mach mal ein bisschen und Platz, damit du... Und jetzt ganz schnell eingenetzt. Eine schöne Lachsforelle. Eine schöne Mensch. Lachsforelle. Aber nicht größer als meine. Nee, deine. Also, musst du uns gleich einmal vor die Kamera genau, zeigen. Genau, das mache ich. Gregor, da steht's auf deiner Hose. Ja? Made for Giants. Ja, Gregor. Du hast doch heute den Giant gefangen, nicht ich. Aber es hat sich bewährt, dass ich hier an dem rosa-weißen Twisty festgehalten habe mit der gelben Rückseite. Hat doch noch eine schöne Lachsforelle gebracht, jetzt nach dem Regen. So stelle ich mir das vor. Und ich glaube, jetzt können wir noch ein paar Würfe machen und dann machen wir so langsam Schluss, bevor der nächste Regenschauer kommt. Leute, nach meinem Fisch hier, nach meiner Lachsforelle, habe ich dem Ewald vorgeschlagen, dass wir die Regenpause jetzt nutzen, um uns von euch zu verabschieden. Wir haben ja genug gefangen. Wir haben genug gefangen, wir machen noch ein paar Würfe, bis die nächste Regenhusche kommt. Aber wollen euch schon mal entlassen hier für heute. Es hat richtig Bock gemacht mit unseren neuen Twisty Trouts hier. Wenn ihr Bock habt, Twisty Trouts nur bei uns im Shop von Absolut Angeln. Oder das andere Tackle auch, was wir euch gezeigt haben. Es war wieder ein herrlicher Tag hier in Millerscheid mit tollen Fischen. Das sind wir ja hier gewöhnt. Und ja, Ewald, bis zum nächsten Regen angeln wir jetzt noch weiter. Ja, machen wir noch ein paar Schmiss. Machen wir noch ein paar Schmiss, dann muss ich die Fische ausnehmen. Weil heute nehme ich mal mit, heute brauche ich mal ein bisschen Fisch zu Hause. Ja, für den Ofen. Für den Ofen, ja, ja, die sind ja, zu groß für den Tisch, Ofen. Tischräucherofen passen sie nicht die mehr. Die sind zu groß Vielleicht für den die kleine da. Die kleine, ja, die anderen sind definitiv zu groß. Und ja, dann fahren wir nach Hause, hoffen, dass ihr viel Spaß hattet beim Video. Wir hatten es heute beim Drehtag auf jeden Fall, trotz des miesen Wetters. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.